Denn immer habe ich manchmal Störgeräusche im Ohr. Ja, auf jeden Fall schreib mir da einfach rein, an was das liegen könnte. Also kaputt ist das Mikrofon auf keinen Fall, weil später in der Aufnahme hört man ja auch nichts mehr. Ich glaube einfach, dass es irgendwie mit meinem PC zusammenhängt oder so. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Wir spielen heute auf der Map Plains und wir haben heute wieder mal das Kit Teleporter, denn das Kit mag ich gern, das ist nice. Und ja, also ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit echt ein paar Problemchen, was die Audio betrifft. Nicht nachher in der Aufnahme, sondern zum Zeitpunkt der Aufnahme, denn immer habe ich manchmal Störgeräusche im Ohr. Entweder es liegt hier an meinen Kopfhörern oder es liegt an was könnte es noch liegen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, an was das liegen könnte, weil ich habe das Mikro neu gekauft und mein altes Mikro war ja auch schon so und ich glaube allmählich, dass es wirklich an meinem PC liegt. Und ja, deswegen. Ich habe ja eh bald einen neuen PC auch und dann hat sich die Scheiße hoffentlich endlich erledigt, weil, ey, das nervt so tierisch. Oder es liegt einfach daran, dass ich dass ich die Kopfhörer halt direkt am Mikro angeschlossen habe, damit ich mich halt auch besser hören kann in der Aufnahme und so. Aber ich weiß nicht ganz genau, was das soll. Das nervt mich, ey. Weil es ist so doof, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, ihr spielt so und zum Beispiel jetzt gerade ist auch wieder so ein kleines Knistern. Und dann auf einmal kommt da so ein richtig lauter Ton, wird in dein Ohr gepustet. Ja, wie jetzt zum Beispiel. Ich hoffe, das hat man jetzt so ein bisschen gehört über meine Kopfhörer. Das ist einfach so ein richtig lauter, greller Ton. Der wird dann einfach reingepustet wie sonst was. Und das ist halt so unglaublich nervig. So. Das ist echt. Das fuckt mich echt ein bisschen ab. So, erstmal hier die Werkbanken nutzen. Nice. Du stirbst jetzt bitte erstmal. Alter, was ist mit dir falsch? So. Zack. An seiner Stelle wäre ich jetzt weggelaufen, aber er wollte kämpfen, das finde ich gut. Zack. Ja, und Kuchen, das ist ganz nice. Ja, auf jeden Fall schreib mir da einfach rein, an was das liegen könnte. Also kaputt ist das Mikrofon auf keinen Fall, weil später in der Aufnahme hört man ja auch nichts mehr. Ich glaube einfach, dass es irgendwie mit meinem PC zusammenhängt oder so. Keine Ahnung, wenn ihr euch da auskennt und ihr da irgendwelche Profis seid, dann schreibt es mir einfach mal rein. Übrigens, für die Leute, die dann mir helfen wollen und ein paar Informationen brauchen, ich nutze kein Mischpult, ne? Oh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Nein, ich nutze kein Mischpult oder so. Ich habe das direkt mit USB angeschlossen. So, nice. Und komm schon. Ja, Schärfe 1. Nice, nice, nice. So, da vorne. Also ich muss ja sagen, diese Wassermaps hier, die nerven mich schon ein bisschen. Aber ich finde es irgendwie schade, dass so wenige Leute nur noch Ender Games spielen. Ich meine, keine Ahnung, Ender Games ist doch so ein toller Spielmodus und das sind nur noch wenige Schilder da und spielen nicht mehr so viele Leute. Ich meine, ich kann es verstehen, der Spielmodus ist jetzt auch nicht mehr. Oh, 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 oh. Zum Glück wurde ich jetzt geportet. Weil der hatte einen verzauberten Bogen und Kacke, wie komme ich da jetzt wieder raus, ey? Ich hasse Leute, die sich da so scheiße eingraben, Mann. Ich hasse es. I hate it. I hate it. Hauptsache, da ist ein Zombie. Hier ist es auch so dunkel, ey. Naja. Töte ich mal den Zombie hier. Gehen wir halt auf Höhlentour. Ist ja auch keine schlechte Idee, oder? Oh Mann, jetzt kommt. Woher kommen hier denn da die ganzen Zombies? Ey, trollt mich da gerade jemand? Von hier oben. Lol, vielleicht ist hier irgendwo ein Dungeon. Wenn da tatsächlich so viele sind, kann es ja sein, dass hier irgendwo ein Dungeon ist, oder? Wer weiß, wer weiß. So, ich hoffe, ich werde jetzt dann gleich mal geportet, weil ich raste aus. Endlich, Dankeschön. Ja, er weiß, dass ich jetzt Teleporter bin.
Aua. Er weiß jetzt auch, dass ich Schaden bekomme. Aua, hör auf mit deinem Scheiß. Boah. Dein Bogen, ne? Der hat mich jetzt kurz zur Weißglut gebracht, aber wir haben ihn trotzdem noch besiegt. Das finde ich sehr, sehr gut. Zack. Zack. Zack, okay. Der hatte aber noch besseren Stuff hier. 95 Blöcke, okay. Eine bessere Hose, zack. Und ich glaube, er hatte aber auch eine Eisenhose, wenn ich mich nicht täusche, oder? Hatte er keine Eisenhose? Okay, dann hat er halt keine Eisenhose. Ist auch vollkommen in Ordnung. So, erstmal jetzt ganz schnell was essen, damit ich wieder schön regge. Dann hatte er auch wieder ein Schärfeschwert. Enderperlen könnte ich auch runterlegen und natürlich was zum Essen. Dann nehme ich dann einfach das hier. Nee, jetzt bin ich schon wieder hier unten, ey. Das ist so doof. Gut, dann muss ich mir halt jetzt eine Spitzhacke craften. Nice, das macht auf jeden Fall sehr Spaß in Ender Games, sich hochzugraben. In welcher Ebene bin ich denn überhaupt? Ebene 64, das heißt, ich müsste ja eh dann gleich oben ankommen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber trotzdem finde ich sowas irgendwie ein bisschen lächerlich, dass sich da Leute einfach so in die Höhle graben. 20 Blöcke ist jemand von mir entfernt. Ja, da oben wahrscheinlich irgendwo. Das hilft mir jetzt aber auch nichts. Oh, oh. Da oben sieht schon sehr danach aus. Oder ist der Typ da unten? Oh, oh. Hä? Okay. Hä? Ich habe doch eine neue Spitzhacke. Hier da oben ist ein Typ. Okay, ich habe ihm einen Hit gegeben. Ich esse den Goldapfel. Okay, nice, den habe ich. Teleporter-Action war das jetzt. Der hat aber einen schönen Stärkebogen. Das finde ich sehr, sehr geil. Die Angel brauche ich eigentlich eh nicht. Dann habe ich jetzt noch einen Goldapfel. Dann hatte der jetzt ein Dias, hatte der viele, das ist echt nice. Essen packe ich hier hin. Was ist das denn, Speed? Ja. Wenn das Speed ist, ist das natürlich nice. Zack, nochmal zwei Dias, Heiltränke hier unten hin. Oh, ja, Enderperlen habe ich genug. Ja gut, würde ich sagen, gehen wir ab zum letzten Gegner. Yes. Das sind Schadenstränke, ja. Genau, das heißt, kurz bevor wir dann vom letzten Gegner sind, also wir sind ein bisschen auseinander, das heißt, sollten wir uns treffen, werde ich wahrscheinlich geportet werden. Und dann sollte ich noch diese 10 Sekunden Unsterblichkeit haben. Wenn das Spiel das so gut timet, dass es auch mich mag. Und wenn nicht, dann, ja, okay, wir sind jetzt ganz in der Nähe. Wenn er jetzt kommt, sollte ich ihn eigentlich umklatschen können. Sollte, ja. Ne, der Effekt ist auf jeden Fall jetzt schon wieder weg. Ich kann ja nichts tun, warum? Vielleicht ist sie ebenso einer. Vielleicht ist sie ja ebenso einer, der... Oh. Hä? Warum hat die keinen Fallschaden? Känguru. I know, was du bist. Du bist ein Känguru. Und ich mag keine Kängurus, weil Kängurus sind mir echt sehr unsympathisch. So. Du kommst jetzt mal sofort her hier, mein liebes Känguru. Ich möchte nämlich nicht einen doofen Bogenkampf jetzt haben. Ich möchte einen schönen Schwertkampf, GG. Das war dann kein schöner Schwertkampf. Das war einfach die ganze Zeit nur ein Bogenkampf. Aber trotzdem, GG. Ja, ich würde sagen, Leute, Dankeschön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Dankeschön fürs Zusehen. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, an was das wirklich liegen kann, dass das Mikro hier teilweise einfach im Ohr so kack laute Knirksgeräusche abgibt. Aber nur dann, wenn ich auch was aufnehme, also wenn ich im TS rede oder sowas, habe ich das überhaupt nicht. Aber wenn bei OBS die Aufnahme läuft, habe ich das. Ich weiß es wirklich nicht. Schreibt es mir einfach mal rein. Würde mir wirklich sehr, sehr helfen. Dankeschön fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ein Kommi könnt ihr dann auch schreiben. Macht's gut, haut rein und ciao.